Das ist wohl einer der Umstände, an die ich gewöhnen müsst. Spotten sollte man sie. Würfel mal Selbstbeherrschung, Beutax. Ich habe keinen Hass gegen die, also nicht als Ja, Nachteil. deswegen ist es eine einfache Okay, Selbstbeherrschungsprobe. alles klar. Ist nicht erschwert. Ansonsten Ja. wäre sie erschwert. Alles gut. Ja. Schluckst deinen angeborenen Zorn herunter. Na, für den Moment. Zeniten, ekelhafte Kreaturen. Sieh doch mal da drüben. Ich glaube, dort bieten sie Pferdegar an. Ah, stimmt. Wir sollten uns einen holen. Ja, Pferdocker gibt es ja auch, ein bornischer Händler, der euch, er hat auch ein bisschen Bier in seinem Bart, erinnert euch so ein bisschen an die Begegnung mit dem Zwergen vor ein paar Tagen. Und direkt daneben kannst du sehen, wie ein Händler gerade blutige Hautstückchen in den Wind hängt, damit sie trocknen können. Es handelt sich dabei aber wohl um Echsenhaut, also vielleicht was Gutes. Aber es stinkt ekelhaft und es sieht auch einfach ekelhaft aus, wie dieser fleischige Lappen gerade im Wind hängt und so ein bisschen runtertropft, während der während der Festtumer, der da gerade irgendwie dieses Bier anbietet. Ja, ich nehme eins und für meinen Freund auch eins. Ja, direkt aus Ferdok importiert. Und was ist Beste Bier, das? das beste Bier kommt aus Angbar und Ferdok, auf die Zwerge. Das ist richtig, auf die Zwerge. Auf die Zwerge, und danach ein Mesquites. Na gut, wenn ihr Was schon so führt euch hier, fragt. was führt euch hierher? Der große Weihbach oder was? Ja, dieses und jenes, man kennt das ja. Wir kommen viel rum und da dachten wir schauen mal auf dem Markt vorbei. Sehr gut, sehr gut. Ja. Bleibt gleich bei mir. Ich bin Ja, Wladimir. Wladimir, es freut mich. Das ist Abelmir, der endet auch mit mir. Er kommt aber nicht aus dem Bornland. Außerdem bin ich kein Vampir. Guter Witz, oder? Es gibt keine Ja, Vampire. Jeder weiß, dass es nein. keine Vampire gibt. Ah, sowas habe ich auch noch nie gehört. Aber ich heiße Wladimir. Wladimir, der kein Vampir ist. Das kann man sich gut merken. Abelmir hier ist auch kein Wenn Vampir. ihr morgen wieder hier seid, trinkt ein Bier bei mir. Sehr gerne, Bier bei Wladimir. Wladimir. Was macht der da, euer Nachbar? Das ist Echsenhaut, Leder, nicht wahr? Ja, ekelhaft, oder? Oh, naja, jede tote Echse ist eine gute Echse. Ja, aber dass er die hier trocknen muss, warum macht er das nicht irgendwie draußen im Dschungel? Aber da ist auch feucht, da wird auch nichts trocken, Mann. Natürlich richtig. Guter Herr, ihr verarbeitet hier Echsenhaut. Ah, sí, señor. Das ist eine gute und ehrbare Sache. Ah, sí, señor. Ich habe viel, viel Positives über Du kaufen? Echsenleder. Habt ihr Echsenleder vorrätig? Sí, gutes Irrjan. Feuerfest, rot oder grün? Oh, das klingt sehr verlockend. Ja, vielleicht nehmen wir etwas mit. Aber mir, was meinst du? Ich benötige kein Leder. Ja, aber ich vielleicht. Bei jeder Bert Leder. Es ist eine schöne Sache. Ja, wir nehmen ein bisschen mit. Etwa so viel, 2 Meter auf 5 Meter. Wäre das möglich? Sie, große Kreatur, aber wir kriegen das hin. Genäht oder ungenäht? Ungenäht am besten. Ungenäht, ein großer Schlinger, ne? Das kostet ein bisschen extra, aber Monko hat gut gejagt. Ja, sehr schön, sehr schön. Darf ich mir vorstellen? Er gibt dir seine blutige Hand. Monko Kalender. Mongo, es ist mir ein Vergnügen. Ich bin Boltax und das ist Abelmir. Boltax, guter Mann. Du weißt, was man braucht. Bist du Krokodiliere oder Questador? Sie, Willst du im sorry, Dschungel? Questadore. Echsen jagen. Ich Die. habe einen guten Freund. Himiko Ramirez, da kriegst du gute Gewehre, eh? Halte noch im Sumpf. Interessant, interessant. Das muss ich mit meinen anderen Questadores besprechen. Aber eine Echsenjagd, da hätte ich schon nicht übel Bock drauf. Wir verkaufen auch tote Echsen, wenn du willst. Kannst du Bei mit Zeiten deinen, vor, deinen, vor vielleicht. deinen Freunden angeben? Ach, Kannst du das sagen, hast brauche du ich nicht. geschossen? Ich habe schon Drachen gejagt. Da brauche ich nicht mehr angeben, Monko hat aber. auch Drachen gejagt. Überall Drachen, alle tot. Monko, guter Gut. Jäger. Das ist sehr schön für Monko. Es scheint ein sehr freundlicher und kompetenter Mann zu sein. Ja, jeder gute Zwerg kleidet sich in Irrenleder. Ja, das ist richtig. Ja, und dann würde ich halt die 2 Meter auf 5 Meter kaufen. Ey, du, bist du Nekromant? Nein. Nein, du musst dich nicht schämen. Ich muss mich nicht schämen. Sag einfach ja. Nein. Ist ein guter und ehrbarer Beruf. Nein. Doch. Nein. Okay. Du bist kein Nekromant. Ich bin kein Nekromant. Er Aber zwinkert dir zu. Du bist kein Nekromant. Monko, verstanden. Willst du trotzdem Rabatt? ich habe noch Rabatt ein für schwarze Geschäft Gilde. in der Akademie zu tun. Suchst du Alchemisten, ja?
Alchemisten von Roter Salamander? Nein. Gut, Schnippi-Schnappi. Schnippi-Schnappi? Alchemikum. Hm? Großpotenz. Aber wir können da sicherlich einmal vorbeischauen. Echsenhoden. Echsenhoden zum Schlürfen, so zum Pulver. Für viel Potenz. Das ist der widerlich. Für viele Frauen so. Ich muss nicht. Du kannst mal auf Tierkunde würfeln. Darf ich auch? Ja. Ich hab Spezialisierung Echsen bzw. Drachen. Hm? Lass ich zählen. Alles klar. Die Drachen in die Ohren, aber wirklich 2 Punkte mehr, denn. Echsen haben keine Hoden. Echsen sind Wechselkreaturen, sind abwechselnd männlich und weiblich, haben dann aber sowas wie Kackluken und sowas. Kloaken. Das sind Kloakentiere. Wo kommen die Hoden her? Wie, wo kommen die Hoden her? Abgeschnitten. Schnippi-Schnappi. Aber Echsen haben keine Hoden. Ich würde mir jetzt das Leder mal genauer angucken. Ist das wirklich Rehan-Leder? So Lederbearbeitung? Nee, ich glaube nicht. Also bestimmt. Aber ich lasse als Ableitung die Tierkunde auch zu. Es ist kein Echsenleder, nee. Es ist eine Art Leder, aber du weißt nicht, ob das Echsenleder ist. Also es ist halt schuppig. Aber mir, das ist kein Echsenleder. Mongo guter Jäger. Ja, Mongo. Mongo Kalender. Wir verschieben das noch einmal. Wir kommen morgen noch einmal wieder. Ich kann dir gute Preis machen. Zu Wladimir mit dem Bier und dann reden wir über das Leder. Nee, nix wie Wladimir. Guter Preis, jetzt kaufen. Nein. Du jetzt nein. Kaufen. Morgen teurer. Dann ist es morgen teurer, aber Boltags schläft noch mal eine Nacht darüber. Nix schlafen. Können wir jetzt? Nix schlafen. Doch schlafen. Und ich leg ihn schlafen. Ja. Silenzio, er hat mehr von 4 oder so. Na, ich mache eine ganz normale Somnigravis. Er ist ja nicht in einer angespannten Stimmung. Er wird gerade angespannt. Achso, also die Frage ist er angespannt oder ist er nicht angespannt? Er wird gerade so ein bisschen aggressiv, weil du sollst halt jetzt kaufen, nicht morgen. Ja gut, dann mache ich die Ohnmachtsvariante. Ja. Ich hab nämlich keinen Bock mehr weiter. Du hast doch genug. Ja, ich habe auch keinen Bock mehr weiter zu diskutieren, das ist das Ding. Er wird sonst auch wirklich aggressiv, ne? Dann lauft ihr euch hinterher über den ganzen Markt und schreit euch hinterher, du kennst solche Leute. Aber das wird dann richtig unangenehm, also vor allem für euch. Ja, wie gesagt, er fällt einfach hin. Aber mir, wir gehen. Das war mir zu blöd. Ihr habt ihn angesprochen, ich habe sowieso nicht verstanden, was ihr wolltet. Ja, er wäre es Irian Leder gewesen, dann wäre es schon gut gewesen, so etwas zu haben. Es ist feuerfest. Ey, ihr kriegt morgen Bier umsonst bei mir. Ja, bei Wladimir umsonst. Ja, gut. Aber gut, nur Wladimir. Eins. Bis morgen. Bis morgen. Ja, und wir gehen dann. Wer kümmert sich jetzt um? Ach, ist mir egal. Ich vermute mal statt für die Plünderung. Oh, egal. Ja, ich schleife Boltax weiter durch die Straßen. Ich kann wahrscheinlich besser sehen als er. Also, weil ich höher bin. Ja, ich gehe davon aus. Ihr könnt auch noch einige Stadtgardisten erkennen, die auffällige, abgenutzte Kleidung tragen. Also Rüstung, Waffen, alles irgendwie so ein bisschen rostig. Zumindest kann man da die ersten Anzeichen erkennen. Also chronische Geldnot auch beim König, beziehungsweise bei seinen Wachen und der Stadtgarde. Bis ihr dann vor der riesigen, gewaltig aufragenden schwarzen Pyramide steht, die sich auch mitten in der Stadt euch entgegenstreckt und ragt. Ihr könnt direkt vor euch erkennen, wie es dort wohl einen Eingang gibt, ein Portal mit einer merkwürdigen Schrift darauf, die aber mir allerdings als Zayat erkennen kann. Ich probiere mal, diese Schrift zu entziffern, was da steht. Der Novize der Macht vertraut seine Hand dem Todesvogel an. Du kannst allerdings darunter noch erkennen, wie da wohl auf normalen, brabakischen bzw. kusslicher Zeichen steht. Dem Jünger der Ungeduld wird empfohlen, am Tor zu rütteln. Scheint wohl eindeutig zu sein. Sehe ich dann diesen Vogel da? Ja, du guckst dich so ein bisschen um und du kannst neben dem Portal eine kleine Statue erkennen. Das ist ein Vogeldämon. Bist du nicht ganz sicher, was das für ein Vogeldämon sein soll? Ist kein Nuncio Volo. Also so ein. Ja. Du hast ja vor kurzem erst gegen einen dieser Vögel gekämpft, als du dann in Al-Anfa in dem Pakttum des
Vielleicht ein Blackguard-Dämon. Wie heißt ja, du bist ja nicht ganz sicher. Es ist einfach ein. Er ist nicht rabengroß, aber vielleicht so groß wie ein Huhn. Und der Schnabel ist offen. Guck ich mal in den Schnabel rein. Blutbesudelt. Müsstest du dann deine Hand reinstrecken. In den blutbesudelten Schnabel. Ist das Blut denn echt? Es riecht echt. Ja, als Novize der Macht mache ich natürlich das. Ja. Fass den Schnabel da vorsichtig an und ziehen, drücke. Würfel mal eine Selbstbeherrschungsprobe. Ziehst du am Schnabel? Ey, in irgendeiner Weise wird sich bewegen lassen. Nach unten, nach oben, nach vorne, nach unten, wie auch immer. Selbstbeherrschung. Gerade so eben. Ist nicht erschwert. Ja, du weigerst dich so ein bisschen und es ist halt auch, wenn der jetzt zuschnappt, ne, könnte dein Arm ab sein. Aber wenn du reingreifst, wirst du im Inneren des Vogels einen beweglichen Klopfer ertasten. Ja, dann ziehe ich den mal, drücke ihn oder in die Richtung bewegen, in der er sich bewegen lässt wahrscheinlich. Dann. Ja. Kannst du es ein bisschen verschieben und du ziehst deine Hand wieder raus. Zum Glück schnappt er nicht zu, aber das Blut ist trotzdem echt. Und nach ungefähr ein paar Augenblicken, 20 Sekunden, die ins Land streichen, kannst du sehen, wie ein Novize die Tür öffnet. Also das Blut ist echt, ich habe jetzt Blut an den Händen. Du hast ein bisschen Blut, vor allem auch an deinem schwarzen Robe, ja. Dann würde ich mal einen Sakrifakt auf mich wirken. Okay, ja, sehr gut. Dann kannst du den gerne wirken. Lass mal eine Zeit. Ja. Er macht die Tür einmal auf, mustert erstmal Boltax, schüttelt so ein bisschen angewidert den Kopf und sieht dann Abelmir. Oh, hoher Herr, wie kann ich euch helfen? Seid ihr der neue Magister? Was? Nein, ich wünsche die Spektralität zu sprechen. Ich habe ein Treffen mit ihr. Tabysius? Seid ihr angemeldet? Natürlich nicht. Ist das ein Problem? Ich weiß nicht. Dann fragt. Ich? Ich kann euch reinlassen. Dann gleitet uns hinein und bringt uns so jemand, der uns einen Termin verschaffen kann. Okay. Seine Stimme ist so ein bisschen nervig, so nach oben und ungeschoben, so als ob er gerade im Stimmbruch wäre. Und er ist auch echt schlaksig und er riecht auch so ein bisschen und du kannst auch so ein paar Schuppenflechten an ihm sehen. Er ist nicht so ganz gepflegt. Wie alt ist er denn überhaupt? 15? Achso, Andy Lewe also. Ja, ist ein Lewe, ein Junge. Ja, ich würde dich mal fragen. Also im Erdgeschoss ist der Hauptkorridor und der Konventsaal und im Obergeschoss sind die Studierstuben und die Schlafräume von den Lehrmeistern. Ich weiß nicht, wo Terbysios ist. Dann gehen wir doch in den Konventsaal. Im Untergeschoss ist noch die Halle der Tagesherrscher. Was? Wir. Moment, was ist das für eine Halle? Die Beschwörungsräume? Aber mehr? Was habt ihr erwartet? Wir sind hier in einer schwarzen Akademie. Ja, das befürchtet. 365 Spitzen für jeden Tag im Jahr. Wir warten hier in der Eingangshalle und für alle dämonischen Tagesherrscher. Lasst mich ausreden. Verzeihung. Ihr kündigt uns euer Spektralität an. Ich will nicht zu okay. Führt uns zu ihr, wenn ihr es könnt. Vielleicht ist sie unten. Ihr wisst nicht, wo eure Spektabilität ist? Ich hatte noch nie Unterricht bei ihr, sie ist gruselig. Habt ihr selbst gesagt, aber mir. Guck mal, die werfen mal einen Voltax den scharfen Blick zu. Ich bin Novize gerade bei Eulatin. Ja. Magister Viatoris Eulatin. Ich schreibe gerade meine Abschlussarbeit zur unbelebten Magie. Zur unbelebten Magie? Aha. Ja, Viatoris. Ja. Und ein gutes Thema. Ihr solltet lieber nicht mit Beschwörung und derlei schreiben. Nein, unbelebte Magie ist glaube ich, ganz gut für euch. Okay, aber ich will nicht zu Terbysios. Ja, jetzt habt ihr das Pech, dass ihr dahin müsst. Also bringt es lieber schnell hinter euch, anstelle es noch aufzuschieben. Zack, zack. Okay, kommt mit. Ja, und so könnt ihr in Richtung der... Ja, ihr geht erstmal durch einen langen Gang und biegt dann irgendwann ab in Richtung einer Treppenhalle.
und geht dann nach unten, lange nach unten, einige Stockwerke. Die Pyramide muss wohl tief in dem Boden des Sumpfes verwurzelt sein, bis er dann irgendwann genug hat und es ist auch unangenehm kalt geworden. Überall von den Winden tropft es und so ein bisschen Schlamm liegt hier auch auf den steinernen Treppenstufen, bis er dann wohl irgendwann wieder abgebogen ist und vor einer großen Leichenhalle steht, auf die er deutet. Ich weiß nicht genau, aber vielleicht ist sie hier. Viel Erfolg. Wo sind wir hier? Im Alchemikum. Das Alchemielabor, Zauberkreide, Invokationskerzen, ewiges Öl. Gut, das wird reichen. Gut, geht. Dann würde ich mal die Tür treten und klopfen. Du kannst sehen, dass wohl im Inneren viele leblose Körper und du siehst, wie jemand mit einer Stoffrobe dort steht, natürlich ganz in Schwarz gekleidet und gerade an einem Körper herumschnippelt. Kommt die Person bekannt vor? Von hinten nicht. Sie ist sehr feingliedrig. Ja, herein. Ich bin ja schon drin. Sie dreht sich um und du kannst das blonde Haar, die eisgrauen Augen von Demelio Nandionella Terbusios erkennen, die dich aus warmen, leuchtenden Augen anblickt, dir freundlich zunickt. Ah, Morenes, kommt rein. Und ihr habt gleich jemanden mitgebracht. Boltax, der Held, der Drachentöter. Ganz richtig, ganz herein, richtig. Herein, herein. Dankeschön, dankeschön. Willkommen in meinem Taxidermiesaal. Seid beschäftigt, wie ich sehe? Ich nähe kurz zu, einen Moment. Sie klappt das, hat die Hautlappen wieder übereinander, legt vorher noch einmal die Brustplatte wieder drauf, also den aufgeschnittenen Brustkorb, und fängt dann an, mit einer Nadel und blutigem Faden zuzunähen. Ah, Kreuzstich. Sehr gut. Ja, Boltax, du siehst, das ist ein Mensch. Ja. Solange es kein Zwerg ist, ist es mir egal. Ja, genau. Neben ihr liegt wohl ein großer, was ist das, so eine Nierenschale? Du bist ein bisschen zu klein, du weißt nicht genau, was da drin ist, aber die ist schon gut blutig beschmiert. Daneben so ein großes Einmachglas mit einer Flüssigkeit und ein paar Augen, die dich anstarren. Daneben noch ein zweites Glas mit einem Gehirn. Ja, ich finde es zwar nicht so angenehm, aber ich ignoriere das jetzt erstmal. Ah, es ist lange her, dass wir uns gesehen haben. Abelmir. In der Tat. Ihr habt in Alanfa studiert, ja? Und gelehrt, habe ich gehört. Bei den Paligans. Er hat euch eingeladen. Der alte Hund. Ja, man muss tun, was man tun muss. Meine Einladung habe ich schon vor vielen Jahren ausgesprochen. Ihr habt sie ausgeschlagen. Ja, die Umstände. Und jetzt lauft ihr mit Safatin rum. Ja. Nun, wie auch immer. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr solch eine Wahl trefft. Ist denn Safatin? Rabak hat so viel zu bieten. Aber mir, wer ist Safatin? Er ist die Spekulabilität der Nohama Akademie. Ah. Nun gut. Abelmir möchte gerne Golems und Chimären bauen. Was? Nun, das ist eure Vermutung, aber dem ist nicht so. Naja, was macht man denn sonst in Mirham? Golems und Chimären, hier machen wir noch das anständige Zeug. Ja, die Sachen, die wir erheben, die haben immerhin irgendwann mal gelebt. Nun, sie leben auch in gewisser Weise, aber lassen wir das. Golems und Chimären, Abelmir, ich bin so enttäuscht von euch. Ja. Von dir. Wir waren ja schon beim Du. Ja. Nun. Du hast ihr übrigens nie das Du angeboten. Sie hat es einfach gemacht. Wie gerade. Ja. Nun, wenn ihr euch reinigen könntet, dann könnten wir das Geschäftliche hinter uns bringen. Nun, ich bin fertig. Lass mich kurz einmal mit Alkohol. Damit tritt sie an ein kleines anderes Becken heran, wäscht sich großzügig die Hände. Du steckst auch ziemlich tief rein. Und ist dann nach wenigen Augenblicken auch mit einer großen Bürste, die sie dann über ihre Arme gezogen hat, doch etwas striemig, aber unblutig. Also gut. Ich denke, es ist hier doch auszuhalten, oder? Schön kühl, keine Insekten. Bleiben wir hier. Nun gut.
Ihr wisst, warum ich hier bin. Ich kann es vermuten, aber ihr könnt es gerne noch einmal ansprechen. Nun, ihr schuldet mir etwas. Ja, ihr solltet genauer werden. Ihr schuldet mir das Wissen von Prischia, von Galschgritz. Ihr habt mir die Fiolen gegeben? Ja, in der Tat. Mit einer Auflage. Das war der Grund, wieso er aus der Gilde geflogen ist, oder? Es ist einer der Umstände, ja. Ja, dieser blasierte Elf hat doch gesagt, das ist der hauptsächliche Grund. Ja, ich glaube, ich habe mich daran entsonnen, dass ich versuche, ihr das Wissen wiederzugeben, oder? Ihr wollt es extrahieren, sagtet ihr damals. Das habe ich auch getan. Nun, dann könnt ihr mir wohl die Forschungsergebnisse eurer Experimente überlassen, nicht wahr? Selbstverständlich, wenn ihr euch einschreibt in Brabak. Normalerweise schlafe ich gerne mit den Magiern, die ich für mich gewinnen möchte. Ah, Gaius. Naja. Wer ist Gaius? Ich glaube, ihr kennt ihn als Galotta. Oh. Ja, er hat einen schönen Penis. Ihr habt einen schlechten Männergeschmack, wie mir scheint. Nein, er ist ausgezeichnet. Die einen sagen so, die anderen sagen so. Aber ich bin nicht hier, um das zu beurteilen. Jedenfalls... Ich schlafe auch mit Zwergen. Ja, aber ich schlafe nicht mit Menschen. Das hat schon mal eine Nekromantin versucht und der ist es nicht besonders gut bekommen. Also, Abelmir, was kann ich für euch tun? Für dich tun? Wir waren bereits beim Blut. Nun ja, wie gesagt... Das Wissen wurde extrahiert. Ich habe mich bemüht, aber es ist mir leider nicht gelungen. Und die Forschungsergebnisse kannst du gerne haben, aber... Du musst dich einschreiben. Ich kann doch nicht jedem, der hier vorbeiläuft, einfach die Studienergebnisse der Brabakis geben. Nun, das war damals unser Geschäft. Hast du das schriftlich noch einmal zum Nachlesen für mich? Benötige ich das schriftlich? Ja, ich kann mich daran leider nicht entsinnen, dass ich so eine... Ohne eine Unterschrift wird das natürlich schwierig, oder? Wollen wir Paul Berra rufen, ob er sich vielleicht an dieses Gespräch entsinnen kann? Er war nicht dabei, wie ihr selber wisst. Aber ich glaube, er möchte euch gerne sehen. Das mag sein, ich will ihn ja mal nicht sehen. Das weiß ich auch. Nun. Ich glaube, er hat euch die Hand gebrochen, oder? Was? Oder Morello war es doch, oder? Das tut jetzt nichts zur Sache. Gut. Dann werde ich mich halt hier einschreiben. Ist das euer Ernst? Nun, nicht für lange. Mich treiben Geschäfte um. Aha. Einige Tage könne ich sicherlich hier bleiben, aber nicht länger. Tja, also wir haben einen vollen Studienplan. Für ein Jahr würde ich euch gerne hier behalten. Das wird nicht gehen. Was machen wir denn sonst? Wir halten uns an die ursprünglichen Bedingungen des Kontraktes. Und die lauteten wie, dass ich euch das Wissen der Erzmager Prischia von Garnschritz gebe? In der Tat. Und damit wollt ihr herumlaufen? Was ich damit mache, ist wohl meine Sache. Ihr wisst aber hoffentlich, dass sie schrecklich leidet. Nun ja, wir leiden alle. Zu den Fiolen, die sind mittlerweile leider leer. Das habe ich vermutet. Ich bin auch nicht an ihrem Blut interessiert, sondern an den Ergebnissen. Ihr wollt nicht für ein Jahr bleiben. Einige Tage nützen mir natürlich wenig. Was kann ich sonst aus euch hervorlocken? Nun, ich könnte euch zum Beispiel die Geschichte der Armbrust erzählen. Ja, das klingt leider nicht sehr spannend. Das ist bedauerlich, aber das ist das Einzige, was ich anbieten kann. Ihr hattet doch, soweit ich weiß, ein gewisses Artefakt in eurem Besitz. Ein Sphärenauge, das euch nun von Abenteurern nun ja entwendet oder zerstört wurde, nicht wahr? Worauf wollt ihr hinaus? Nun, ich könnte euch vielleicht einen adäquaten Ersatz beschaffen. Ich habe gehört, dass du in Galottas Festung warst. Auch? Wie wäre es mit dem Auge des Sturms? Das besitze ich nicht.
dann werdet ihr es besorgen. Und warum soll ich euch das geben? Nun, für das Wissen der Konvokata Prima der großen grauen Gilde des Geistes. Das gehört mir sowieso nach unserem Kontrakt. Ja, aber für eine Gegenleistung. Nein. Natürlich. Die Gegenleistung war euch das Blut auszuhändigen und ihr händigt mir das Wissen aus. So war unser Kontrakt und ihr werdet euch daran halten. Ihr hattet angenommen, dass ich es extrahiere, damit Prischer ihr eigenes Wissen wieder erlangt. Das habe ich nicht gesagt damals. Das habt ihr nicht gesagt, aber das habt ihr so gerne gewollt. Ihr habt es vermutet. Das ist das Richtige. Nun, zumindest bekommt es Prischer nicht wieder. Das stand zu befürchten. Den Schlüssel von Gnaf Kaor. Ihr wisst, wo er ist. Sagt es mir? Im Gegenzug für was? Für ein paar simple Erinnerungen der Erzmager? Warum nicht? Ihr wollt mich veralbern. Wir haben einige Borberat-Moskitos hier. Es ist viel mehr wert als ein paar simple Erinnerungen. Und das wisst ihr. Wollt ihr eine These haben? Ich wünsche viel. Was ich davon bekomme, ist eine andere Sache. Nun, sie hat 3 Zauber modifiziert in der Zauberwerkstatt. Diese könnt ihr haben. Vielleicht solltet ihr fragen, welche Zauber das sind, Abelmir. Ich vermute mal, sie würde es mir gleich sagen. Nein. Denn ich möchte den Schlüssel zu Gnaf Kaor haben. Und ihr wisst, wo er ist. Ich kann euch sagen, wo er ist. Tut es. Ja, in der Festung. Das habe ich mir fast gedacht. Wo? Tief unten in einer Kaverne. Ich kann euch gerne den Weg beschreiben, eine Zeichnung machen, wenn ihr wollt. Ich will die Matrix vor Ort haben. Ihr wart dort. Bin mir nicht sicher, ob ich euch in meinen Kopf lassen will. Tja, wie gesagt, wir haben Borberat-Moskitos hier. Die können das erledigen. Oh, ich habe eine andere Idee. Geht einfach gemeinsam in diese Kaverne hinein. Ihr wisst nicht, was ihr sagt. Nun, ihr etwa Angst? Wenn ihr dort gewesen wärt, hättet ihr auch Angst. Möglich. Aber ich war nicht dort. Also ist das relativ unintuitiv. Was ich meine, ist das Folgende. Denke nicht, dass Abelmir euch in seinen Kopf lassen wird nach der ganzen negativen Konnotation, die er mit euch und gestohlenen Erinnerungen verbindet. Auf der anderen Seite habt ihr keinen Grund, Abelmir das auszuhändigen, was ihr habt, ohne dafür eine Gegenleistung zu bekommen. Sehe ich das richtig von beiden Seiten? Sie schuldet mir Erinnerungen. Und ihr bezahlt mit Erinnerungen. Das war nicht der Kontakt, wie gesagt. Ich werde euch den Invercano geben, den Oculus und den Reversalis. Das ist das, was in Kuslik gelehrt wird. Gut, dann gebt sie mir. Erst die Moskitos. Nein.